allerseits. Schönen guten Morgen oder für viele, die früh anfangen, schon quasi fast nachmittags. Guten Tag. Wir sind bei einem unserer vielen Webinare, die jetzt veranstalten, mit Björn und mit mir, Markus Tober von Searchmetrics. Wir haben uns vorgenommen, heute darüber zu sprechen, wie Sie als Unternehmen jetzt gerade in dieser Phase SEO mehr auf den Schirm bekommen, wie Sie Ziele definieren, und möchten auch in so einem Live-Format Seiten analysieren und im Prinzip mit euch gemeinsam durch das Webinar gehen. Also wir haben jetzt nicht angefangen, eine 100 PowerPoint-Slide-Präsentation hier uns, sage ich mal, durchzunehmen, sondern es geht wirklich darum, dass wir hier live mit euch zusammen über SEO-Ziele und auch über viele SEO-Sachen sprechen. Wie ihr sicherlich mittlerweile gewohnt seid, seht ihr viele Leute aus dem Homeoffice, auch bei mir, ich bin zu Hause. Die Bilder hängen tatsächlich bei mir im Hintergrund, wenn ihr mich sehen könnt. Und Björn, der hoffentlich schon in der Leitung ist, mit dabei. Und wir sind total darauf angewiesen, dass ihr viele Fragen stellt. Wir haben natürlich viele Einsendungen bekommen von euch, von Seiten, die wir uns angucken sollten. Wir haben uns auch viele angeguckt. Ich habe auch ganz viel schon vorbereitet, aber eine Sache, die noch wichtig ist: Es geht nicht darum, jetzt wirklich eine Stunde lang über ein SEO-Audit von einer einzigen Seite zu sprechen, weil es wäre für, ich sag mal, 99% der Leute langweilig und ein, zwei würden sich vielleicht super freuen, sondern es geht darum, ich sag mal, Inspiration zu bekommen und vielleicht den einen oder anderen Tipp, den wirklich jeder für sich am Ende mitnehmen kann als Takeaway. Und das kann wirklich für jeden noch ein unterschiedlicher Tipp sein, damit er erfolgreich hier aus dem Webinar geht. Stellt viele Fragen. Ich sehe hier schon im Chat Fragen, die gestellt werden. Ist super. Geht einfach rein, stellt eure Fragen. Wir lesen die zwischendurch immer wieder und können dadurch auch wirklich sehr flexibel auf eure Fragen eingehen und das Webinar nach euren Wünschen gestalten. Ich habe in der Vergangenheit schon viele Live-Audits gemacht, auch vor Publikum. Und es war immer dann sehr erfolgreich, wenn Leute wirklich interagieren und sich quasi nicht nur berieseln lassen. Okay, dann legen wir mal los. Mit einer tollen Frage möchte ich starten, bevor ich jetzt hier in den Audit-Screen reingehe. Und zwar wurde gefragt, ich hätte gerne Tipps, wie man überhaupt erst relevante Ziele identifizieren kann. Und die Frage, die kommt jetzt aus dem B2B-Bereich, aber ich denke mal, die Frage an sich ist für alle sehr wichtig, wie man überhaupt Ziele identifizieren kann. Und vielleicht fangen wir damit an, bevor wir irgendwelche Audits uns angucken. Ich share mal meinen Screen, dann kann ich euch sozusagen hier ein bisschen durchführen und gehe sozusagen mal hier hin. Perfekt. Großartig. Dann legen wir mal los. Und wie gesagt, wir müssen flexibel sein. Ich habe schon Nachrichtensendungen gesehen von Nachrichtensprechern, die quasi die Nachrichten aus dem Homeoffice lesen, wo die Kinder durch den Bildschirm laufen oder wo andere sehr witzige Sachen passieren. Also mal gucken, was hier passiert. Ich sehe jetzt nur den Bildschirm. Keine Ahnung, was hier noch bei mir passieren wird. Okay, Ziele definieren. In meinen Augen das allererste, was man machen sollte, um überhaupt sinnvolle Ziele, SEO-Ziele zu definieren, ist, sich selbst kennenzulernen. Egal, ob ich im B2B-Bereich bin oder im B2C-Bereich, man sollte sich und seinen Markt halt kennenlernen. Dafür gibt es verschiedene Möglichkeiten. Das kann man natürlich mit der Research Cloud aus unserer Searchmetrics Suite relativ gut machen, indem ich, egal welche Domain eingebe, ja, wenn ich jetzt searchmetrics.com eingebe als Beispiel, bekomme ich halt Daten, die sehr aussagekräftig sind zu mir selbst und zu meinem Markt. Ich sehe beispielsweise Metriken wie sichtbar bin ich überhaupt im Google Index. Ich sehe relativ schnell, wer sind überhaupt meine Wettbewerber. Und dadurch kann ich schon mal einen guten Eindruck bekommen, gegen wen kämpfe ich überhaupt, wenn es um Suchergebnisse geht. Es geht gar nicht immer darum, das ist auch eine ganz wichtige Sache, es machen viele vielleicht nicht ganz so korrekt, dass man nicht guckt, gegen wen kämpfe ich, weil er die gleichen Produkte verkauft, sondern wer rankt für meine oder für die Keywords, die ich ranken möchte oder für die ich aktuell schon ranke. Und so kriegt man im Prinzip relativ schnell einen Blick über seine Suchlandschaft. Und ich sehe jetzt auch hier, ich habe natürlich andere Anbieter von Software, Sistrix, auch eine gute Software, Moz, Right. Wir haben halt hier ein gutes Mitbewerberumfeld.
Und was man aber auch sieht, ich stehe trotzdem auch im Wettbewerb mit eher informativen Seiten wie SEO-Küche oder SEO-Südwest oder Search Engine Land, jetzt hier nur für den deutschen Bereich. Und wenn man so rangeht, dann kriegt man schon mal ein gutes Bild. Und das nächste, was man machen sollte, in meinen Augen, ich gehe jetzt mal hier auf eine andere Software, jetzt Similarweb beispielsweise, und kann hier relativ schnell sehen, entweder ist mein Internet sehr langsam oder die Seite, who knows. Kann jetzt hier relativ schnell sehen, wenn ich jetzt auch hier wieder Search Metrics eingebe. Ist denn Suche überhaupt aktuell wichtig? Weil SEO-Ziele zu definieren hängt auch extrem davon ab, wie viele Leute suchen denn überhaupt in meinem Markt, wie viele Besucher bekommen Wettbewerber über Suche. Weil wenn SEO vielleicht für mich und mein Business aktuell gar nicht relevant ist, dann sollte man SEO vielleicht gar nicht sehr hoch priorisieren. Das ist selten der Fall, weil ich sage mal, Suche ist so krass Commodity, wenn irgendein Problem ist oder irgendwas ist, fangen Leute an zu suchen. Aber wenn man schon ein extremer Brand ist oder super im Longtail unterwegs ist, kann SEO vielleicht in dem Moment gar nicht die Qual der Wahl sein. Genau. Und wenn ich jetzt beispielsweise hier Similarweb benutze, habe ich natürlich Einblicke in, okay, wie viele Besucher hat die Seite insgesamt, aber viel wichtiger ist dieser Bereich hier in meinen Augen. Weil was ich sehe hier ist, wie viele Besucher kommen denn überhaupt aus Search? In der Regel in Deutschland natürlich Google. Und dann, wie viel kommen über Organic und wie viel über Paid Search? Und das ist schon mal die Grundlage. Und wenn ich jetzt weiß, okay, Suche kann wichtig werden, weil schon ein signifikanter Anteil über Suche kommt, oder bei Wettbewerbern ist es der Fall, dann sozusagen der nächste Aufschlagpunkt zu gucken, gegen wen stehe ich überhaupt im Wettbewerb, um einen guten Überblick zu kommen. Und das nächste ist dann natürlich anzufangen mit der Potenzialanalyse. Und ich möchte euch jetzt natürlich hier nicht nerven, aber das Allereinfachste ist natürlich in dem Moment immer zu gucken, gibt es beispielsweise Begriffe, die in Reichweite sind für die Optimierung oder die ich stärker optimieren möchte. Und das kann man wirklich im Zweifel super easy machen, indem ich jetzt sage, ich gucke mir mal alle Keywords an zwischen Position 5 und 20, sortiere die nach zum Beispiel Suchvolumen oder nach dem Traffic Index und kann jetzt anfangen, hier zu optimieren. Ich will jetzt hier nicht tiefer ins Detail gehen, aber weil die Frage kam, wie kann man überhaupt Ziele definieren, ist die erste Grundlage zu gucken, ist SEO überhaupt wichtig? Wenn man rausfindet, dass doch Suchvolumen in meinem Markt vorhanden ist, dass ich tatsächlich schon Besucher bekomme über Suche, das ist schon mal eine gute Grundlage, weil dann kann ich schon Sachen optimieren, die ich habe. Wenn man das hat, dann geht man sozusagen in den nächsten Schritt und erstellt eine Strategie. Und die Strategie muss verschiedene Sachen beinhalten. Zum einen die technische Optimierung meiner Webseite, weil wenn die Webseite schlecht ist, dann kann ich ranken. Und die andere Strategie ist die Content-Strategie, weil ich muss den Content anbieten, den Leute suchen. Ah, hier ist eine Frage, ist Similarweb frei zugänglich? Natürlich gibt es eine kostenfreie Variante, wie auch bei Search Metrics gibt es eine kostenfreie Variante, wo ihr schon ganz viel Daten rausziehen könnt. Und das, was ihr jetzt gesehen habt, was ich benutzt habe, war kostenfrei. Da ist eine gute Frage, warum ich die neue Backlinks-Ansicht noch nicht habe. Okay, die Backlinks sind neu, die werden jetzt sozusagen ausgerollt, und je nach Lizenz kann man die schon sehen und kann man die nicht sehen. Hier ist eine Frage, gerade wenn man wenig Ressourcen hat, das ist ein wirklich guter Punkt. Wie kann man mit wenig Manpower, wenig Ressourcen überhaupt sich um die Webseite kümmern und SEO Performance oder Besucher über SEO erreichen, das ist ein wirklich guter Punkt. Denn lasst uns doch das so machen. Ich zeige euch mal, welche Seiten ich vorbereitet habe, auf die wir ein bisschen stärker eingehen sollten in unserem Audit. Und ich versuche die Fragen, die jetzt schon da sind, wie beispielsweise die nach, wenn ich wenig Ressourcen habe, wie kann ich überhaupt Ziele definieren und Ziele erreichen, mit einzubauen. Und in der Zwischenzeit stellt ihr weiter, einfach weiter Fragen. Und so können wir das Ganze gut gestalten. Okay, ich gehe mal ganz kurz über die Seiten, die ich vorbereitet habe, wo ich glaube, da kann man ein bisschen drüber sprechen, weil die unterschiedliche Zielgruppen und Herangehensweisen haben. Die eine ist Lahnsino, das im Bereich Babyprodukte. Hier geht es um wenig Produkte. Ich glaube, insgesamt gibt es 27 Produkte oder so in dem Dreh. Dann gibt es einmal Baumit. Eine Seite aus dem Handwerksbereich, wo es auch um viel Content geht. Dann habe ich hier mal was genommen aus dem Bereich
genau, liebe-kondome.love, dann einmal Fairtrade-Produktetest. Hier geht es um Produkttests, weil es auch ein extrem großer, wachsender Bereich, nicht nur im Bereich Fairtrade, sondern generell Health TV, Alpha Trade oder Alpha Trad, Teufel, Berliner Unternehmen mit wirklich guten Lautsprecherprodukten, Lifeline, ein Gesundheitsportal. Und diese habe ich mir deswegen ausgesucht, weil ich glaube, die sind alle nicht zu groß und sind auch alle nicht zu klein und nischig und bespielen eine unterschiedliche Zielgruppe. Und vielleicht fangen wir sozusagen auch das Ganze mal so an, weil es gab ja zwei Fragen hinsichtlich Manpower und wie kann ich SEO-Ziele definieren, indem ich jetzt einfach mal beispielhaft hier Lahnsinn Nu nehme. Genau, wir nutzen witzigerweise auch, ich habe ein Baby 6 Monate alt, auch die Produkte, die sind ganz gut und irgendwie sind wir ja auch auf die aufmerksam geworden und vielleicht fangen wir auch hier so an und zwar, was in meinen Augen unglaublich wichtig ist, um Ziele zu definieren. Wenn man sozusagen eine Webseite hat und man Produkte verkaufen will, gerade im transaktionalen Bereich, sollte man sich über die Customer Journey, über den Funnel extrem viele Gedanken machen. Weil was ich hier zum Beispiel bei Lahnsinn gesehen habe, was man lernen kann, was wirklich gut ist, und so kann man SEO-Ziele definieren, ist, sich nicht nur über die Produkte Gedanken machen, sondern Gedanken machen über, welche Probleme haben meine potenziellen Kunden überhaupt? Ja, wir hatten jetzt hier sozusagen die Fragen, einerseits, wie kann man überhaupt eine Analyse machen, wenn ich klein bin oder wenn ich gerade Handwerksbetriebe berate, die wenig Mitarbeiter haben, wie kann ich die Ziele definieren? Und genau das kann man sozusagen hier wirklich gut sehen, weil was hat Lahnsinn gemacht, was jeder kleine Betrieb machen könnte? Oder sozusagen jemand mit Ressourcenengpass. Nämlich, was hoffentlich jedes Unternehmen gut kann und gut macht, ist, sich auszukennen über das eigene Produkt oder die Produkte, die man anbietet, die Probleme, die man lösen will. Weil wenn man nicht weiß, welche Probleme will ich lösen, dann sollte ich vielleicht auch nicht Produkte verkaufen. Wenn man das weiß, dann muss man versuchen, das Ganze irgendwie zu Papier bzw. in digitale Form zu bringen. Und wenn man das schafft, dann findet man relativ schnell auch Besucher, weil wenn ich ein Problem oder mehrere Probleme löse, die viele Leute haben, dann suchen die auch im Internet darüber. Ja, zum Beispiel hier habe ich einen Artikel über der Schlaf deines Babys in den ersten 3 Monaten. Oder hier einen anderen Artikel Aufbewahrung von Muttermilch, die vielleicht später dem Kind verabreicht wird. Und warum finde ich das wirklich gut und wurde es gut gemacht ist, weil die Rankings, die Lahnsinn hier erreicht mit den Contents, die gebaut wurden, die sind wirklich gut. Ja, ich gehe mal ganz kurz, mir für euch hier die Seite sozusagen den normalen Rankings an. Ihr werdet relativ schnell sehen. Nein, das mal kurz mal weg. So. Die haben halt unglaublich viel Traffic mit informativen Keywords. Ja, ich sehe jetzt hier so ein Keyword wie Milchstau beispielsweise oder Milchabpumpen oder Wochenbettdepression. Also wir gehen auch noch auf andere Themen, keine Sorge. Aber was ich damit sagen will, ist, man hat im Prinzip das geschafft, Besucher zu bekommen, die nach diesem Problem gesucht haben. Das bedeutet, irgendjemand oder anders. Hier im Schnitt 1473 Leute im Monat suchen nach Muttermilch abpumpen im Index. Das bedeutet, es gibt wirklich viele, wahrscheinlich Mütter, die danach suchen, wie oder warum oder aus allen möglichen Gründen sollte man Muttermilch abpumpen. Und das ist sozusagen ganz wichtig, weil in dem Moment, um jetzt wieder Ziele zu definieren, in dem Moment, wo ich selber erstmal danach suche und sehe, okay, ich habe jetzt hier ganz viele informative Seiten, Lexikon, Windeln.de, auch die guten Content-Offensive, die schreiben hier Lahnsinn mit so einem Featured Snippet. Hier sind Videos. Und in dem Moment, wo ich verstanden habe, okay, das Problem suchen offensichtlich viele. Das kann man übrigens auch relativ schnell herausfinden, ja, in der Search Metrics Suite oder wenn ihr Access Zugriff habt zu Google Keyword Planner, dann sucht einfach danach.
Ja, oder seht ihr sozusagen hier relativ schnell. Also, nehmen wir mal so. Ich sehe jetzt sozusagen hier relativ schnell die Cluster. Ich sehe jetzt hier auch das Suchvolumen hinter den Clustern. Ich sehe zum Beispiel alles, was mit Milchen aufbewahren zu tun hat, hat über 3000 Suchen im Monat oder Abpumpen über 2000 Suchen. Das heißt, egal ob ich viel Manpower habe oder nicht, ich kann relativ schnell rausfinden, suchen überhaupt Leute nach meinem Thema. Und wenn das der Fall ist, dann sollte ich priorisieren, welche Themen gehe ich an, und dann baue ich sozusagen so ein Verzeichnis auf mit dem Content. Man kann dazu entweder relativ schnell einen Blog aufsetzen, oder man kann dazu sogar vielleicht einfach pur HTML nehmen und wirklich sich auf den Content konzentrieren und jetzt nicht anfangen mit irgendwelchen Mega-CMSs, keine Ahnung, Magenta, Magento, Typo 3, was auch immer, irgendwas Komplexes zu schaffen, sondern es geht in dem Moment erstmal darum, ihr seid Experte in einem bestimmten Bereich. Und das macht ihr euch zunutze, indem ihr Content erstellt, wo ihr wirklich die potenziellen User abholt. Und dann baut ihr in den Bereich Call to Actions ein, die jetzt nicht unbedingt mega werblich sein müssen, sondern hilfreich. Und dann könnt ihr auch relativ schnell Traffic generieren und eure Produkte verkaufen. Weil mit Produkten gut zu ranken im transaktionalen Bereich ist viel, viel schwieriger als mit informativen Content, zeige ich auch kurz nochmal schnell. Ich habe jetzt hier nach Muttermilch abpumpen gesucht. Ihr seht ja zum Beispiel jetzt keine Werbung, ne? Achso, ich habe Adblocker, den Adblocker gerade an. Jetzt mal ausmachen. So, sorry. Nochmal suchen. So, trotzdem, ihr seht jetzt hier keine Werbung. Und wenn ich jetzt einfach nur mal suche nach einem typischen transaktionalen Produkt, dann sehe ich jetzt hier ganz viel Werbung. Und warum ist es wichtig? Weil umso informativer auch ein Thema ist, umso unwahrscheinlicher ist es, dass da unglaublich viel Werbung angezeigt wird. Aber oft ist das Suchvolumen halt wirklich in dem Bereich signifikant. Auch das müsst ihr sozusagen berücksichtigen, weil in dem Moment, wo halt wirklich viele, also zum Beispiel wie Product Listing Ads oder AdWords über euch stehen, umso geringer wird natürlich die Click-Through-Rate auf euren Ergebnissen. Und das müsst ihr euch sozusagen auch zunutze machen durch diese Recherche. Genau, ich gehe mal zurück zu den Fragen, sonst verliere ich ein bisschen die Zeit. Genau, ich hoffe, ich habe sozusagen das Ganze so ein bisschen beantwortet. Wie gesagt, es gibt wahnsinnig viele freie Tools, auch Search Metrics, auch die Research Cloud kann man in vielen Bereichen kostenlos nutzen und kriegt auch schon sinnvolle Daten. Natürlich nicht im vollen Umfang, klar, aber so kann man schon mal anfangen. Auch Similarweb, habe ich ja gezeigt, kann man schon mal nutzen. Also da gibt es wirklich viele Möglichkeiten, und das Allereinfachste in meinen Augen ist halt immer einfach erstmal selber suchen und gucken, wer rankt überhaupt. Und ist es sinnvoll, sich da mit dem Thema zu beschäftigen. Genau, jetzt war hier die Frage nach weiteren kostenlosen Tools. Jetzt immer die Frage, was man braucht. In meinen Augen, das beste kostenlose Tool ist natürlich der gesunde Menschenverstand gepaart mit der Google-Suche. Erstmal selbst suchen und gucken, was machen andere, die Contents durchlesen, den Wettbewerb verstehen. Und danach kann man anfangen, echte Tools einzusetzen, die auch in vielen Fällen sind viele erstmal kostenlos, und im Notfall gibt es vielleicht einen Monat freie Nutzung. Also da müsst ihr selbst ein bisschen recherchieren. Am besten ist auch vielleicht kurz, um das euch zu zeigen, nutzt halt Plugins. Ich habe hier zum Beispiel die Web-Developer-Toolbar. In meinen Augen, die ist sehr wichtig, weil ihr könnt relativ schnell eure Seite auseinandernehmen, aber vielleicht sprechen wir da später nochmal drüber. Jetzt haben wir natürlich hier eine Frage zu der aktuellen Situation. SEO-Maßnahmen für den Neuaufbau. Ich nehme mal jetzt die beiden Themen, gerade diese Coronavirus-Pandemie und was sind die wichtigsten SEO-Maßnahmen für den Neuaufbau? Ich kombiniere mal sozusagen die Sachen ein bisschen. Und zwar ein anderes wichtiges Tool, was kostenlos ist, habe ich ganz vergessen. Ist ganz wichtig, und zwar Google Trends. Warum ist Google Trends so wichtig? Weil man mittlerweile so viele gute aktuelle Daten bekommt.
Also nehmen wir mal ein Beispiel. Ja, ich habe hier gerade ja einen Text, eine Frage bekommen aus dem Reisebereich. Wenn ich jetzt mal suche nach Sommerurlaub, dann gibt mir Google Trends mittlerweile unglaublich viele aktuelle Daten zurück, mal letzte 90 Tage. Dann kann ich hier beispielsweise Trends sozusagen erkennen und interessanterweise am 8.4., das ist jetzt vor einer Woche gewesen, ging es hier stark nach oben. Gründe sind jetzt nicht bekannt, aber offensichtlich haben viele nach Sommerurlaub gesucht, aus welchen Gründen auch immer. Vielleicht, weil das von Ursula von der Leyen angesprochen wurde, das Thema, weiß ich nicht, aber wir können ja mal ein anderes Thema nehmen, was vielleicht stärker ist. So, hier sehen wir zum Beispiel den Einfluss der aktuellen Pandemie auf das Suchverhalten oder Suchvolumen. Man sieht hier, wenn man die letzten 12 Monate, man sieht hier sozusagen eigentlich ein konstantes Suchvolumen oder Suchen nach Ryanair. Das geht in der Regel offensichtlich hier im Winter ein bisschen runter, ging jetzt hier im Winter wieder hoch. Aber man sieht hier einen extrem starken Einbruch auf ungefähr jetzt 17 bis jetzt sogar 11 Indexpunkte quasi von 100 Indexpunkten, die es letztes Jahr im Sommer gab. Das kann man zum Beispiel nutzen jetzt für Analysen, weil in dem Moment, wo ich sehe, zu einem Suchbegriff wie diesem jetzt hier, ist jetzt hier ein Brand-Suchbegriff, aber egal zu welchem Suchbegriff, geht es Suchvolumen extrem nach unten, dann hat man eine sehr hohe Wahrscheinlichkeit, dass der Traffic in dem gleichen Maße auch zurückgeht, wenn man sehr stark abhängig ist von der Suche an sich. Oder ich suche mal nach Ostseeurlaub. Keine Ahnung, ich habe natürlich die Reisesachen jetzt nicht vorbereitet. Auch hier sieht man, verglichen mit den letzten 12 Monaten, ist das Suchvolumen aktuell sehr viel geringer als noch tatsächlich vor 12 Monaten. Was bedeutet das, um sich in der aktuellen Pandemie sozusagen vorzubereiten? Kann ich Google Trends ganz gut nutzen, um für meinen aktuellen Markt zu verstehen, wie stark ist das Suchvolumen gesunken? Was ich auch machen kann, ist, ich gehe mal ganz stumpf jetzt auf Google. Was ich auch sozusagen trotzdem sozusagen weiterhin relativ schnell sehen kann, ist, was sind eigentlich zusammenhängende oder sinnvolle weitere Suchen, wie zum Beispiel Ostseeurlaub mit Hund oder wenn ich suche, im Prinzip auch die anderen Related Searches, die Google hier vorschlägt, die sind natürlich aus der Vergangenheit generiert, die müssen nicht zwangsläufig genau jetzt so stattfinden, aber ich kann die ganzen nehmen, um beispielsweise meine Anfragen hier anzupassen und die Trends rauszuziehen. Und das kann ich sowohl für die aktuelle Pandemie machen, als auch für, wenn ich quasi Content neu aufbaue. Genau, so gehen wir zurück. Man sieht auf jeden Fall eindeutig einen Trend. Und gerade wenn man im Reisebereich ist, in meinen Augen sollte man sehr stark darauf setzen, dass Leute, ja, wenn sie wieder reisen dürfen, extrem wahrscheinlich national reisen werden. Ich glaube, wenn in Deutschland die Beschränkungen gelockert werden, werden die ja nicht automatisch in allen anderen typischen Reiseländern gelockert. Das heißt, man mag unterwegs sein oder in angrenzenden Ländern, vielleicht auch mit dem Auto, weil man erstmal Flugzeug oder Bahn vielleicht erstmal meidet. Also wenn ich im Reisebereich bin, würde ich darauf setzen. Und wie gesagt, wenn ich eine neue Webseite bin, mit neuem Content, kann ich hier halt wunderbar, nehmen wir mal ein anderes Thema, oh mein Gott, nehmen wir mal, da haben wir hier Teufel auch, nehmen wir mal Wi-Fi-Lautsprecher, gucken wir mal, für Teufel gibt es da einen Trend. Ah, da gibt es sozusagen keinen, ist eher so, ja, normal, warum anders, einfach mal nur Lautsprecher. Okay, ja, man sieht auf jeden Fall, zu Weihnachten geht es nach oben, jetzt geht es auch stark wieder nach oben, das ist interessant. Lautsprecher ging hier stark nochmals nach oben, verglichen mit dem letzten Jahr. Keine Ahnung, vielleicht liegt es an Ostern oder weil die Leute jetzt sehr stark im Homeoffice sind, dass sie nach guten Lautsprechern suchen. Das auf jeden Fall, wenn ich jetzt Teufel wäre, würde ich das jetzt hier schön ausnutzen können und vielleicht auch mal die letzten 90 Tage mir angucken und demzufolge vielleicht meinen Content
besser optimieren oder optimieren. Ich will nicht sagen, dass er nicht gut optimiert ist. Oh, das ist eine sehr spezielle Frage, aber es ist vielleicht eine Frage für alle Agenturen. Die Frage ist, ob man aus dem Impressum ein oder aus der Fußzeile einen Link auf sich selbst setzt, wenn man als Agentur oder Grafiker, wie auch immer, die Webseite für den Kunden erstellt. Ich sage mal, das Allerwichtigste, wenn man SEO macht, ist, dass man überlegt, egal welche Webseite man hat, ob man jetzt die hat oder was auch immer, dass man immer den Kunden sozusagen im Sinn hat. Wenn ich also, egal welche Webseite habe und ich gehe ins Impressum oder wo auch immer hin, dann gehen wir hier ins Impressum, dann habe ich sozusagen Informationen. Und wenn die weiterführende Information wie, hey, diese Webseite wurde erstellt von Agentur XYZ, wenn die jetzt nicht schädlich ist, dann kann man sich natürlich verlinken. Man sollte sich verlinken mit dem Brandnamen, am besten auch auf die Startseite. In meinen Augen hat man dann ein Win-Win, weil wenn der User hier drauf tatsächlich bis dahin kommt und der Meinung ist, das Design ist gut oder man möchte sich da informieren, wer das erstellt hat, hat man eine Win-Win-Situation. Demzufolge ist so ein Footer-Link oder ein Link in meinen Augen nicht schädlich. Der wäre nur schädlich, wenn man jetzt anfängt, sich mit Keywords zu verlinken, wie, keine Ahnung, SEO-Agentur Berlin oder eine Grafikagentur oder was auch immer. Das sollte man eher lassen. Man sollte eher den Brand verlinken und auf die Startseite. Warum mit selber machen die? Aha, okay, wir können ja gerne mal die Seite aufmachen. Okay, kein Problem. Okay, auch hier sieht man extrem viel Content. Wir können gerne mal ganz kurz die Domain in der Research Cloud eingeben. Ich habe jetzt irgendwie Hintergrundgeräusche. Björn, bist du das? Könnte sein, Christina? ja, was? Ah, Björn, ah, ja, da ist er. Hallöchen. Hast du dir geschafft? Hast du deine Nachbarn gezwungen, Netflix auszumachen, dass die Bandbreite gestiegen ist? Ja, so Du ähnlich. bist so Ich habe ähnlich. einmal Cool, dass alles du gut drauf ich bist. habe einmal alles geresettet. Einmal als Reset, okay, das ist schon mal immer der beste Tipp. Mal Computer ausmachen, wir anmachen. Hat schon Papa Wutz so hingekriegt. Ja, ich muss viel von so Sachen, du wahrscheinlich auch viel von solchen Sachen mittlerweile gucken. Genau, ich habe jetzt hier mal ganz kurz eine Webseite eingegeben, vielleicht kurz als Abriss. Ich sehe jetzt hier wiederum die Visibility, sehe jetzt hier die Domain Baumit selber machen. Ich sehe auch, mit wem man relativ schnell im Wettbewerb steht, beispielsweise mit seiner Mutterdomain hier. Ich sehe auch sozusagen, womit man rankt. Was ich in meinen Augen immer wahnsinnig wichtig finde, ist, dass man relativ schnell sich auch Überblick verschafft, wie rankt der Content und in welche URLs ranken. Dann, dass man nicht unbedingt auf Keyword-Basis immer guckt, sondern eher auf Basis der URLs an sich, weil das in meinen Augen viel besser zu optimieren als irgendwie Keyword für Keyword. Ist eher wichtiger, dass man sich auf URL-Basis anguckt, wie zum Beispiel jetzt hier sehe ich jetzt hier so eine URL, die rankt tatsächlich mit 77 Keywords. Gucken. Und das ist natürlich ein tolles Beispiel. Ich bin ja ein wahnsinniger Freund davon, Daten zu strukturieren, Webseiten zu strukturieren. Und das sehe ich jetzt hier zum Beispiel. Ich habe jetzt hier so einen Content, der mehrere Elemente beinhaltet, die für den User sehr sinnvoll sind, wie zum Beispiel eine Checkliste oder wie zum Beispiel ist der Schwierigkeitsgrad hier Mittel. Ich habe jetzt hier eine Aufzählung, genauso erstens, zweitens, drittens, viertens und so weiter. Und das ist natürlich unglaublich toll. Und das ist eigentlich ein tolles Beispiel für alle Leute hier im Webinar, weil in dem Moment, wo ich statt Fließtext Daten so strukturiere, habe ich mehrere Vorteile. Vorteil 1 ist, der User kann schneller finden, was er eigentlich möchte. Zweitens, der User kann so länger auf der Webseite bleiben. Ich erhöhe also das Engagement. Und drittens, was ich durch strukturierte Daten schaffen kann, ich gucke mal ganz kurz, ob das tatsächlich hier der Fall ist. Ich kann sowohl Featured Snippets als auch das FAQ-Schema relativ schnell auslösen bei Google. Okay, ich habe jetzt hier keine
Featured Snippet Rankings für die Seite. Das ist eigentlich schade. Was man aber machen könnte, ist vielleicht jetzt kurz mal ein Tipp. Ich habe hier unten Fragen und Antworten. Guck mal ganz kurz, ob man hier Schema integriert hat. Nee. Okay, das ist jetzt vielleicht ein Tipp. Was man hier jetzt machen könnte und sollte, gerade wenn man einen Fragen-Antworten-Bereich hat, sollte man das FAQ-Schema einbauen. Genau. Zeige ich es mal ganz kurz. Das ist von Google. Das ist natürlich ein geiles Beispiel. Was macht das FAQ-Markup-Schema? Das triggert sozusagen so eine Integration. Und gerade wenn man im informativen Bereich ist, ist natürlich das toll, weil ich habe jetzt nicht nur die SERPs hier mit dem Titel und dem mit der Description, sondern ich habe jetzt hier noch getriggert, dass hier vier Fragen angezeigt werden. Ist natürlich toll, weil dadurch wird mein Ranking viel größer oder höher und dadurch habe ich viel mehr Aufmerksamkeit und ich kann auch in dem hier drin sogar Links drin haben. Das ist jetzt hier nicht der Fall und kann dann sozusagen direkt da reinspringen. Genau. Die Integration selber ist relativ simpel. Google hat hier offensichtlich auch einen schönen Artikel dazu. Ihr könnt doch dazu das Tool von Google nutzen für das Testen. Google hat ein schönes Testtool für strukturierte Daten. Da könnt ihr euch sozusagen mit beschäftigen. Das ist zum Beispiel noch ein Tipp jetzt für Baumit und für alle, die generell im informativen Bereich unterwegs sind, weil die Integration ist wirklich sehr leicht und Google löst im Falle, wenn Google das erkennt, das innerhalb von ein paar Tagen aus und dann hat man demzufolge Rankings, die dann halt genau so aussehen. Das ist natürlich toll. Ihr könnt auch analysieren, ob in eurem Bereich überhaupt solche Sachen vorkommen, auch indem ihr die Suite benutzt, indem ihr hier in die SERP-Feature-Analyse geht. Also ich gucke jetzt mal für Baumit selber machen, ob es solche Sachen überhaupt gibt. Ja, also es gibt beispielsweise sowohl Featured Snippets in dem Bereich als auch Related Questions. Ne, das bedeutet, zu 46% aller Keywords, für die es ein Ranking gibt, wird bei irgendeinem Ranking mindestens so ein Ergebnis ausgelöst. Also wenn ich jetzt hier Malerfließ eingebe, wird wahrscheinlich bei irgendeinem Ergebnis natürlich genau, bei dem Beispiel jetzt nicht. Perfekt. Natürlich super. Okay, hier haben wir zum Beispiel sowas. Jetzt natürlich nicht unter einer Domain, aber ich sehe jetzt genauso hier Fragen, die man auch wieder nehmen könnte übrigens, um seinen Content zu verbessern. Und so kann man in der Suite übrigens relativ schnell auch analysieren, gibt es überhaupt Featured Snippets in meinem Bereich oder gibt es Fragen und so weiter. Und das ist ganz cool, weil dadurch kann man seine Webseite gerade im informativen Bereich ein bisschen besser optimieren. Kann ich ein Featured Snippet selber gestalten oder macht das Google je nach SEO-Wert? Super Frage, passt natürlich perfekt jetzt gerade zu dem, worüber wir gesprochen haben. Also das Featured Snippet an sich kann man indirekt natürlich selbst mitgestalten. Weil, nehmen wir mal eine Seite, die, glaube ich, relativ viele Featured Snippets hat. Naja, relativ, okay, Fokus. So, klicken wir uns das mal an, ich zeige euch das mal. Damit ihr das relativ schnell seht. Gewerbe anmelden. Okay, so. Focus.de hat hier ein Ranking für Gewerbe anmelden. Gucken wir das mal ganz kurz uns an. Vorführeffekt perfekt. Natürlich genau jetzt gerade in dem Moment nicht. Yoga-Übung. Da. So sieht das Featured Snippet aus. Jetzt hier sieht es noch weitere Einträge. So, warum kann ich das indirekt mitgestalten? Zum einen, weil wenn ich auf der Webseite gucke, wie das Ganze integriert ist, dann seht ihr genau diese Liste, wie ihr es habt, 1 bis 8, wird so auf der Seite vorkommen. Ja, wenn ich jetzt hier runter scrolle, ihr seht jetzt hier erstens, zweitens, warte, das Dreieck. Erstens Übung, zweitens das Dreieck. Warte mal ganz kurz.
Doch, so, und jetzt sieht man sozusagen, Google nimmt jetzt hier die Aufzählung und was Focus garantiert gemacht haben wird, ist nämlich ein Featured Snippet dazu zu nehmen. Tatsächlich nicht. Okay, Google hat die Sachen sich hier selbst gezogen. Und was Google hier gemacht hat, und so habt ihr quasi indirekt offensichtlich den Einfluss bei Vogel jetzt nicht optimal. Google nimmt im Prinzip die Aufzählung, ne? Und die Aufzählung, die findet sich sozusagen hier im Prinzip wieder. Und die Bilder, die Google hier sozusagen nimmt, die sind nicht von der Seite. Auch das ist vielleicht eine ganz wichtige Sache. Ein Featured Snippet besteht aus mehreren Elementen. Also beispielsweise sieht man ja hier, dieser Link kommt hier von myself.de, der hier kommt auch von myself, der ist von focus.de und der ist jetzt wieder von myself. Das heißt, bei einem Featured Snippet kann es im Prinzip wirklich sein, dass ihr halt ein Bilderranking bekommt, aber der Text beispielsweise von irgendeinem Wettbewerber von euch. Und so habt ihr indirekt die Chance, das Featured Snippet mitzugestalten. Was ihr natürlich machen könnt, ihr könnt das Schema nehmen für Aufzählungen, für Listen. Google ist aber relativ gut darin, einfach IS oder OLs, also geordnete oder also UL oder OL ungeordnete oder geordnete Listen zu nehmen und dem zufolge hier anzuzeigen. So, ich hoffe, ich habe Feature Snippet soweit beantwortet. Ach, übrigens, eine Sache noch, die meisten werden es mitbekommen haben. Früher war es ja so, dass Featured Snippets Doppelrankings kreiert haben. Das heißt, vielleicht hat Focus.de irgendwo in der ganzen Top-10-Liste gerankt, oft auf 1, 2, 3 und dann ein Featured Snippet zusätzlich bekommen. Das hat Google entfernt. Man hat jetzt entweder das Featured Snippet und wird hier gefeatured, oder man hat nur noch organische Rankings. Es gibt sozusagen nicht mehr den doppelten Effekt. So, nächste Frage. Um zu verstehen, was die Kunden interessiert und wie die Themen aufbereitet werden sollten, gehen sie dann nach Suchvolumen und den Suchbegriffen. Danach zu suchen, was andere Webseitenanbieter machen, erscheint mir nicht immer sinnvoll. Das ist absolut richtig. Man sollte natürlich nicht einfach kopieren, was andere machen. Man sollte natürlich primär an die Probleme denken. Okay, dann gehen wir darauf nochmal ein. Zu gucken, was andere machen, nehmen wir jetzt mal irgendwie ein anderes Thema. Wir haben jetzt hier Lifeline noch das Gesundheitsportal. Gucken wir uns hier mal Keywords an, damit sich auch jeder abgeholt fühlt. So, nehmen wir mal. Wir haben auch ein Featured Snippet zum Beispiel. Nice. So, nehmen wir mal irgendein anderes Keyword hier. Boah, hier sind ja Keywords dabei, die sind ja sehr interessant. Radieschen, okay. Nehmen wir mal ein Keyword eher Quick Wins. Okay, vertippbar mit dabei. Okay, Schild. Drüsen, Unterfunktionen sind auch falsch geschrieben. Meine Fresse. Okay, wir nehmen einfach irgendein Keyword jetzt hier. Bindehautentzündung. Okay. Die Frage war ja, wie man vorgeht, wie man Keywords nimmt und wann man nicht Wettbewerber mit hinzuzieht. Das Allerwichtigste ist zu wissen, welche Probleme will ich lösen? Bin ich überhaupt relevant in dem Bereich? Das heißt, ich analysiere natürlich erstmal den Content, der muss nicht schon live sein. Ich kann natürlich auch mein Content nehmen aus meinem Word-Dokument und mache das Ganze erstmal offline. Das heißt aber, ich gucke erstmal an, bin ich zu einem bestimmten Bereich oder kann ich zu einem bestimmten Bereich überhaupt relevant sein? Im Gesundheitsbereich als Beispiel, und das ist wirklich wichtig, kann es nie so sein, dass wenn ich sag mal, Allgemeinwissen habe oder ich sag mal so allgemein bekannte Sachen und ich schreibe jetzt einen Artikel dazu, zum Beispiel zum Thema Bindehautentzündung, dann werde ich als Laie niemals so gut ranken können, wie jetzt beispielsweise NetDoktor oder Lifeline oder Apothekenumschau und so weiter. Einfach aus einem ganz einfachen Grund. Google legt extrem großen Wert darauf, Seiten zu ranken, die auch von
die von Experten geschrieben werden sollten. Und im Gesundheitsbereich ist es in der Regel von Fachexperten, in der Regel halt Ärzten. Und wenn ich über Bindehautentzündung schreibe, dann sollte ich in der Regel halt auch von dem Arzt den Content bekommen, weil es ist ja genauso, ich gehe auch nicht, wenn ich eine Bindehautentzündung habe, zu meinem Freund und sage, hey, sag du mir doch mal, was ich am besten tun soll oder verschreib mir irgendein Medikament, sondern man geht ja zu einem Arzt, man vertraut Ärzten und Google ist in dem Bereich extrem rigoros und sagt sich einfach, das sind ja diese sogenannten Your Money, Your Life Keywords, sagt sich einfach, der Content muss aus einer vertrauenswürdigen Quelle kommen und es muss auch nachvollziehbar sein, dass es von einem Experten geschrieben wurde. Und das ist ganz wichtig und es mag zum Beispiel auch gut sein, okay, also wir haben jetzt hier zum Beispiel auch den Autor angegeben zu dem Artikel, ist hier eine Medizinautorin, ist vielleicht genug zu sagen, ich habe jetzt eine Medizinautorin, ich glaube aber, wenn ich nach Bindehautentzündung jetzt mal suchen würde, schön, dass ich Großbuchstaben habe, also jetzt haben wir hier Bepanthen oben, Binder als Anbieter oder hier Apothekenumschau wenn ich, oder hier Netdoktor, wenn ich jetzt mal aufgehe, ich habe hier garantiert auch ein Autor, das ist halt hübsch gemacht. Hier ist quasi Dr. Caroline Collin. Ich muss nicht das Author-Tag benutzen, ich muss im Prinzip nur sichtbar angeben, ist es von einem Experten geschrieben. Ist jetzt hier nicht nur ein Medizin-Autor oder aus dem Medizin-Redaktionsteam, sondern ich gebe jetzt hier auch an, okay, ich bin halt Arzt. Das ist sozusagen vielleicht für Google in dem Moment auch extrem wichtig. Und auch hier sehe ich beispielsweise eine unglaublich gute Struktur von dem ganzen Artikel. Aber um kurz zur Frage zurückzukommen, das Suchvolumen ist dann natürlich wichtig, um zu clustern, gibt es überhaupt signifikante Suchen in dem Bereich? Und wenn ja, wie muss der Text oder die, überhaupt die ganze Struktur aussehen? Weil wenn kein Suchvolumen da ist, das ist ja das Henne-Ei-Problem, wenn niemand danach sucht, warum sollte ich Produkte in dem Bereich anbieten? Und wenn niemand danach sucht, dann habe ich vielleicht einfach meine Recherche nicht gut genug gemacht. Dann muss man vielleicht irgendwie ein bisschen allgemeiner denken. Das heißt, auch Strategie so umstellen, dass man sagt, okay, was ist das sozusagen vielleicht der Auslöser von einem Problem? Was ist das Problem an sich? Was suchen Leute vielleicht, wenn sie das Problem akut haben und so weiter? Und so baut man sich sein Fragenstamm im Prinzip auf und guckt dann natürlich schon, was Wettbewerber machen, um auch zu verstehen, was muss ich mindestens machen? Weil ich sage mal, gehen wir auf diese Wettbewerberfrage zurück. Wenn alle Wettbewerber beispielsweise eine Bildergalerie haben oder alle Wettbewerber Ärzte sind, mal als Beispiel, die den Text schreiben, dann habe ich schon mal eine Basis. Weil wenn ich jetzt anfange als, keine Ahnung, Laie einen Artikel zu schreiben in einem Bereich, wo nur Ärzte Content geliefert haben oder ich beispielsweise einen Fließtext habe ohne Struktur und alle anderen strukturieren ihre Daten oder haben Bildergalerien und ich habe das alles nicht, dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr, sehr hoch, dass ich nie gut ranken werde, weil Google einfach schon unglaublich gut verstanden hat, was erwartet der User in dem Bereich. Das heißt, die Wettbewerberanalyse ist, wenn nur mal gut zu wissen, was ist im Prinzip sind Anforderungen und wie kann ich die Anforderungen kreativ und möglichst nach meinem, mit meiner Expertise, mit meinem Content, den ich schon habe, irgendwie sinnvoll umsetzen. Deswegen sollte man jetzt nicht Wettbewerber kopieren, aber einfach wissen, was die Basis und was muss ich mindestens machen. Okay, jetzt war hier eine Frage, ist Keyword Meta-Tag überhaupt noch sinnvoll? Naja, zum besser ranken nicht. Als Meta-Information, wenn man sie hat, kann man sie angeben, weil am Ende strukturierte Daten auch für andere Crawler relevant sein könnten, beispielsweise im barrierefreien Bereich. Ne? Also viele Browser, zum Beispiel für Blinde oder für eingeschränkte Personen, die nutzen tatsächlich diese Metadaten auch so wie Meta-Keywords. Das heißt, wenn meine Zielgruppe auch in dem Bereich liegen könnte, sollte man sowas noch verwenden. Um jetzt sein Ranking signifikant zu verbessern oder zu verbessern, kann man auf Meta-Keywords verzichten. Trendsuche Klopapier, sagt hier einer, ist natürlich, können wir ganz kurz nochmal zeigen, so ist vielleicht die Mächtigkeit von Google Trends vielleicht nochmal schön zeigbar. Okay, offensichtlich geht der Trend nach Klopapier zu suchen zurück. genau.
Vielleicht sind die Läden auch wieder gut gefüllt mit Toilettenpapier. Man sieht ja auch, in welchem Bundesland beispielsweise Sachen extrem gesucht werden. So sieht man zum Beispiel auch die Mächtigkeit von Google Trends ganz gut, weil die Daten sind teilweise wirklich unglaublich aktuell. Und wenn man von dem Coronavirus, von der Pandemie sehr getroffen ist, sollte man Google Trends wirklich alle paar Tage benutzen, weil ich kann das Ganze zum Beispiel auch wirklich umstellen mit zum Beispiel letzter Tag, letzte 4 Stunden. Und Google gibt mir wirklich Daten wieder, die ziemlich aktuell sind. Und so kann man vielleicht, wenn man sieht, der Trend geht wieder hoch, zum Beispiel im Reisebereich, sehr, sehr schnell reagieren und bestimmte Sachen online nehmen oder ändern. Oder man sieht, wenn man vielleicht, wenn die Leute eher national Urlaub machen wollen, dass man sein Produktangebot dementsprechend halt anpasst. Übrigens, Björn, wenn du irgendwas hast, zwischendurch greife mal rein. Ich habe hier irgendwie das Gefühl, ich mache hier so eine Show. Also vielleicht ist irgendwas aufgefallen, fehlt irgendwas. Du machst das wunderbar. Ich habe insbesondere für Teufel und Health TV mir die Sachen ein bisschen detaillierter angezeigt. Ich weiß, die Zeit ist jetzt eh abgelaufen, aber vielleicht, wenn die SEOs von Teufel und von Health TV da sind, können wir vielleicht sonst ja nochmal eine gesonderte Session machen. Ja, auf jeden Fall. Also gerne. Also mir war nur wichtig, gerade weil wenn irgendwie etliche 100 Leute im Chat sind, jetzt nicht zu viel Zeit darauf verwenden, jetzt nur über, ich sag mal, den einen oder anderen technischen Detail zu gehen. Aber gerne. Also ja, auch die anderen, die ich gezeigt habe, wie jetzt von Lansino oder so, gerne können wir da extra nochmal drüber sprechen. Ich gehe trotzdem mal kurz die Fragen hier nochmal durch. Also ach, so viel sind es eh gar nicht mehr. Lifeline optimiert fast ausschließlich auf Keywords, die Tippfehler enthalten. Das glaube ich jetzt nicht. Ich glaube eher, ich sag mal, Tippfehler sind in dem Bereich, im Gesundheitsbereich wahrscheinlich sehr normal. Und deswegen, ich sag mal, Google stemmt im Hintergrund die Sachen und die ranken mitunter auch auf Tippfehler, nicht einfach nur auf die Tippfehler, sondern ist einfach eine Mischung aus allen Sachen. Okay, ich sag mal, von den Fragen her habe ich ja soweit eigentlich alles. Wir können gerne die letzten Minuten auf die Sachen verwenden, Björn, vielleicht auch als Vorgeschmack, um da weiterzumachen oder für das nächste Webinar. Wolltest du machen? Können wir gerne machen. Willst du den Screen share oder? Ja, wunderbar. Und übrigens, Leute, ja, Stellt weiter Fragen. Also ihr könnt jetzt auch sozusagen weiter Fragen stellen, auch wenn wir die jetzt nicht mehr beantworten können. Die Fragen sind natürlich unglaublich viel Inspiration für weitere Webinare. Wie gesagt, auch für uns ist das Format halt neu, nicht Webinar an sich, sondern so eine Live-Audit zu machen. Und ich habe da total Lust drauf, in viele Bereiche detaillierter reinzugucken. Aber eure Fragen sind dafür eine gute Grundlage. Deswegen stellt einfach weiter Fragen, gerne auch nach dem Webinar. Schickt uns die zu oder tragt die ein oder tweetet die, was auch immer. Wir können dann gerne stärker beim nächsten Webinar drauf eingehen. Genau. Ja, sehr gerne. Genau, und ich habe mir jetzt im Detail mal teufel.de angeguckt und healthtv.de, so heißt sie, und habe da mal so ein bisschen oberflächlich geschaut, was machen die schon gut und wo gibt es noch Optimierungspotenzial. Und ich würde jetzt einfach mal da durchgehen, ist vielleicht für den einen oder anderen ja auch interessant, mal zu sehen, wie man da systematisch irgendwie durchgeht. Wie gesagt, das Ganze ist oberflächlich gemacht, also erwartet nicht zu viel, aber das, was ich gefunden habe, ist schon sehr interessant. Also teufel.de, sie verkaufen Lautsprecher, Multiroom, Bluetooth, Heimkinosets, alles, was in irgendeiner Form mit Sound zu tun hat, kann man bei Teufel kaufen. Was ich mir natürlich immer angucke zuerst, ist hier auch die Sichtbarkeit. Das können wir ganz gut in der Research Cloud und man sieht, dass die eigentlich okay ein Wachstum haben, ist jetzt nicht irgendwie steil nach oben, aber geht mal hoch, mal runter. Was dafür spricht, dass die schon was machen, könnte wahrscheinlich ein bisschen schneller aufwachsen, so wie man das kennt halt bei uns. Was ich mal gemacht habe, ist, ich habe mir mal die kompletten Rankings gezogen aus der Research Cloud, also alle Longtail-Daten, um zu gucken,
wie ist eigentlich die Verteilung des Brands und des Non-Brand-Traffics hier. Und wir haben bei uns im Consulting so ein Tool gebastelt, was das erlaubt. Da kann man die Brand-Keywords definieren hier. Man könnte auch, das habe ich jetzt leer gelassen, weil ich weiß natürlich die Daten nicht, die organische Click-Through-Rates und die Conversion-Rates und Average Baskets dort reinhauen, um auch ein bisschen monetären Ansatz dazu haben. Wenn ihr gerade im Webinar seid und das Ganze nochmal wirklich aufgedröselt haben wollt, dann schickt mir die Sachen einfach zu. Ich kann euch das als Excel dann downloaden. Und die kompletten Longtail-Daten anschaut von teufel.de, dann sehen wir, dass die fast 95% des Suchvolumens halt wirklich auf Non-Brand-Rankings sich zieht, was im Prinzip sehr, sehr gut ist, weil man hier natürlich im Longtail-Bereich alle möglichen Keyword-Variationen abgreifen kann. Schlimmer wäre es, wenn es halt fast nur Brand-Traffic wäre, was dafür sprechen würde, dass halt sehr wenig Content auf der Seite ist und sehr wenig versucht wird, Top-of-Funnel auch Suchen und informationsbasierte Suchen zu ziehen. Also hier auf jeden Fall schon mal ein sehr guter Job. Wenn ich hier weiter runtergehe, dann sehen wir aber auch ein bisschen, dass es mehr Potenzial, also hier sehen wir auf der linken das Traffic Index versus Traffic Potential. Das ist das gleiche, wie wir es in der Suite im Prinzip auch anbieten. Der orangene Balken ist das, was basierend auf den Keywords, die jetzt im Moment da sind, die gut ranken, an Traffic abgegriffen wird. Das ist das hier. Und das hier ist das, was noch am Potenzial da wäre, wenn die Seiten gut ranken oder besser ranken würden. Wenn ich jetzt mal hier weiter runtergehe, dann sehen wir nämlich auch genau, woran das liegt, weil nämlich hier die fast 76% der Keywords von Teufel auf ab Position 10 auf Seite 2 und dahinter ranken. Also hier sehr, sehr großes Potenzial, das Ganze sozusagen auf die erste Seite bei Google zu schieben. Also ein sehr viel größeres Potenzial, als im Moment da ist. Wie gesagt, das ist jetzt mal so der erste Blick, um mal so diese ganzen Rankings zu untersuchen, was da eigentlich am Potenzial da ist. Ich kann euch das ziehen und kann euch das schicken, das ist gar kein Problem. Wenn wir, und das hat Markus eben ja auch schon gezeigt, das ist eins meiner Lieblingsfeatures, auch ein Tool, weil es halt sehr starke strategische Insights generiert. Wenn wir jetzt mal auf das gesamte Keyword-Set von teufel.de gucken und gucken, was Google dort als SERP-Features ausspielt, man kann ja bei den SERP-Features immer davon ausgehen, dass Google die ausspielt, weil es die Suchintention versteht, also dass Google die Suchintention versteht und weiß, was die im Prinzip haben wollen. Teufel hat eine AMP, ich gucke mir jetzt hier diese mobilen SERPs an, Teufel ist auf AMP vertreten, aber dann wird es langsam auch sehr, sehr dünn und für viele der Keywords spuckt Google halt auch Videos aus und man sieht hier, dass Teufel halt 0%, also gar keine Videos auf der Seite hat und somit auch mit keinen Videos in den SERPs rankt. Auch die Bilder sind sehr schwach vertreten. Hier wäre auf jeden Fall die Idee, den Non-Brand-Traffic-Content, den man da schon hat, noch mehr anzureichern mit Bildern und Videos und die entsprechend noch zu vertecken. Kurze Frage, Björn. Ja. Hier gab es im Chat die Frage, wie erkennt man informative und transaktionale Suchanfragen? Wollen wir darauf kurz eingehen? Ja, sehr gerne. Ich denke das passt so ganz gut zu Teufel. Absolut, ja. Informationsbasierte Suchanfragen wären im Prinzip Suchanfragen, die nicht das Wort kaufen oder günstig oder Gutschein oder sowas drin haben, die nicht gezielt darauf abzielen, wirklich konkret was zu kaufen, sondern es sind dann eher so Stereoanlagenvergleich oder Lautsprechersäulenvergleich. Was ist die beste Lautsprechersäule für einen 50 Quadratmeter Raum? Solche informationsbasierte Fragen, wo nicht eine Kaufabsicht dahinter steckt. Auf der anderen Seite hat man transaktionsbasierte Keywords, da ist dann Säulenlautsprecher günstig online kaufen. Das wäre eine transaktionsbasierte Suchanfrage. So unterscheiden wir das. Ganz kurz vielleicht noch als Tipp für Leute, die Google dazu noch heranziehen, ist einfach, wenn ihr selber das Keyword eingebt und euch anguckt, wer rankt dafür, wenn halt sehr viele informative Seiten ranken, ob es jetzt eine Magazinseite ist, ein Blogbeitrag oder von mir aus von Zalando, was ja eigentlich ein Shop ist, die haben ja auch Kaufberatungsseiten, wo nicht das Produkt im Vordergrund steht, sondern die Kaufberatung. Das sind auch informative Suchanfragen. Das heißt, auch ein Shop, der primär Sachen verkauft eigentlich, kann für informative Suchanfragen ranken, wenn er das Informationsbedürfnis des Users stillen kann und nicht sein Produkt in den Vordergrund schiebt. Und wenn ihr Produkt, also transaktionale Suchanfragen auch erkennen wollt, dann geht einfach auf Google und ihr seht halt, da ranken halt wahnsinnig viele
Product Listing Ads und ich sag mal in der Regel Shops statt informative Seiten. So kann man noch relativ schnell anhand von dem Suchergebnis differenzieren, ob das Ganze eher die Intention hat, zu informieren oder zu kaufen. Genau. Genau. Bei einem Audit ist halt auch immer super wichtig, dass man Crawl der Seite macht und dass man im Prinzip ja imitiert, Google zu sein. Und das Ganze funktioniert in der Suite natürlich auch. Das habe ich hier für Teufel mal gemacht. Ein Crawl angelegt als User Agent den Google Bot Smartphone, also wirklich wie Google das Ganze crawlen würde. Und da schaut man sich dann im Prinzip an, was für Statuscodes werden ausgegeben, wie ist das Verhältnis von Index, No Index, solche Geschichten. Und hier, was mir hier im Prinzip aufgefallen ist, ist, dass es noch viele 404 Seiten gibt, also dieser Crawl basiert auf 1000 URLs und da existieren einige 404 Seiten. Es sind nicht viele, aber die sind von irgendwo noch verlinkt. Das heißt, Google crawlt auch diese URLs und kommt auf diese URLs, aber kann ja natürlich nichts damit anfangen, weil der Statuscode ist 404. Das heißt, wenn die Seite nicht mehr existiert, wäre es auch ratsam, hier diese internen Links rauszunehmen. Was mir sonst noch aufgefallen ist, ist das Verhältnis von Index, No-Index. Macht natürlich Sinn, Google auch eine Steuerung zu geben, welche Seiten in dem Index auftauchen sollen und welche nicht. Was mir hier aufgefallen ist, ist, dass eine Seite, und zwar ist das Teufel.de, Heimkino-Grundlagen nicht indexiert werden. Und hier wäre die Frage, das muss Teufel selber beantworten, warum das so ist, weil die Seite an sich wirklich sehr, sehr informativen und guten Content hat. Die ist wirklich über alles, was vom Heimkino da ist, wie man die Boxen vernünftig aufstellt, damit man deutlich Surround Sound hat, Belastbarkeit von Lautsprechern. Also wirklich super, super guter Content. Das würde ich auf jeden Fall nochmal überlegen, ob wir das nicht integrieren. Wir haben jetzt noch viele weitere Fragen bekommen. Ist echt toll, muss ich wirklich sagen. Und ich würde einfach vorschlagen, wir machen ein weiteres Webinar und zwar noch mit noch mehr Vorbereitung von den Fragen, die ihr einschickt. Also man merkt ja schon, ihr habt wirklich Interesse und wollt auch gerade im Detail auch Sachen wissen. Und ich denke mal, die Anfangsvorbereitung für uns war jetzt nicht so einfach, weil der Aufschlagpunkt gefehlt hat. Jetzt haben wir mehr Aufschlagspunkte und können das nächste Webinar noch viel stärker nach diesen Fragen ausrichten, ohne dass man jetzt irgendwie wieder 100 Folien vorbereitet. Ja, bitte, gerne. Darf ich einmal dazwischen gehen? Und zwar, da bietet sich perfekt in der Knowledge Bases ein Link zu unserem neuen Live-Event, das heißt 10 at 10. Und da werden unsere Experten, darunter ja auch du, die Fragen beantworten. Also klickt am besten einfach auf den Link und tragt alle eure Fragen da ein. Dann werden wir darauf eingehen. Ende April findet es statt, am 23. und 24. oder 22. und 23. April. Genau. Perfekt. Danke für die Erinnerung. Du hast natürlich recht. Geht ja schon nächste Woche los mit den 10 at 10 Events. Na klar, wir sind natürlich trotzdem dankbar, wenn ihr mehr Sachen einschickt, weil die uns helfen für zukünftige Veranstaltungen, ob es jetzt Webinare sind oder die Live-Events, eure konkreten Fragen zu beantworten. Okay, dann ich würde den Wrap-Up machen. Björn ist irgendwie wieder raus. Also ist jetzt nicht nur bei ihm so. Ich habe auch in vielen anderen Calls immer wieder das Problem, jetzt nicht bei mir zum Glück, irgendwie geht's, aber dass bei vielen Internet tatsächlich auch tagsüber mal schwierig ist. Ich denke mal, wenn alle Leute im Homeoffice sind, ist es klar, dass die Leitungen überlastet sind. Deswegen entschuldigt bitte da hier und da die Glitches, die wir hatten. Ich möchte mich bei euch bedanken für die Geduld, für die Einsendung der Fragen, für auch, sag mal, die Experimentierfreudigkeit, die ihr mitbringt für Formate, die wir hier quasi für euch ausprobieren. Ich werde hier und da noch mir Sachen aufschreiben, die aus dem Chat jetzt noch kamen, auch Fragen und teilweise jetzt auch im Chat noch beantworten. Und hoffe, dass ihr denn bei den 10 at 10 Events wieder dabei sein werdet und schickt doch bitte gerne euer Feedback an uns zu dem Format und wie gesagt, weiter eure Fragen. Das hilft uns extrem,
die Sachen besser vorzubereiten. Und gerade SEO in meinen Augen ist in der jetzigen Situation unglaublich wichtig, weil die Leute hören ja nicht auf zu suchen. Ich glaube eher, dass halt sich die Suchanfragen viel stärker anpassen. Und gerade wenn man jetzt einen guten SEO-Job macht, wird man dann, wenn das Suchvolumen auch wieder stark zunimmt, auch für seine transaktionalen Suchen, wird man dann extrem profitieren. Weil ich sag mal, nur weil Leute jetzt vielleicht nicht bestimmte Produkte kaufen, heißt es nicht, dass sie aufhören, die zu kaufen, sondern das wird ja passieren. Und in dem Moment, wenn man da ist, kann man wahnsinnig profitieren. Deswegen vielen Dank nochmal bis zum nächsten Mal von meiner Seite.